bisschen über Fleisch und Reis. Ich habe hier versucht, das einen kurzen Überblick zu geben. Was hoffentlich hilfreich ist. Zwischen Geist und Fleisch und das neue Jerusalem und das jüdische Jerusalem. In Vers 22, glaube ich, von Galater 4 haben wir aufgehört. Vers 21. Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Es steht geschrieben, dass Abraham 10 Söhne hatte. Einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren. Der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas, denn das sind die 2 Testamente. Eines von dem Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches ist die Hagar. Den Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und langert bis gegen Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und ist dienstbar mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, die ist unser aller Mutter. Und es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierest, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, sind Isaac nach der Verheißung Kinder. Aber gleich wie zu der Zeit, die nach dem Fleisch geboren war, verfolgete den, die nach dem Geist geboren war, also geht es jetzt auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn die Magd Sohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magd Kinder, sondern der Freien. Also wir fangen an da mit die Frage, die eigentlich selbstverständlich ist, für 21, sag mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt das Gesetz nicht gehört. Na, wenn Leute unter dem Gesetz leben wollen, das und das und das müssen sie tun, ja, dann musst du doch die Frage stellen, hast du das Gesetz nicht gehört? Und dann kommt das Antwort von Vers 22 bis 31, es steht geschrieben. Dann wird eine Geschichte erwähnt, die als parallel eigentlich am besten verstanden werden kann. Ich habe es hier kurz versucht zusammenzufassen. Wir haben eigentlich 2 Frauen, Sarah und Hagar. Eine ist die unfruchtbare Sarah und sie ist eine andere Rasse auch. Sarah ist die Halbschwester Abrahams. Ze zeggen, het is ook falsch, want dat was niet erlaubt in het Gesetz Mose. Hast du recht, maar het probleem was dat damals Abraham had 500 jaar geleefd bevor het Gesetz Mose gegeven was. Dat was damals nog geen Sünde. Man kent ook die Geschichte, dat man sagt: ja, wo hat Kain seine Frau her? Kennst du sicher nicht? Dan zijn vrouw, nou, komt zijn Schwester heiraten. Ja, dat is toch Dutsch, aber dat geht toch niet? Ja, heute nicht. Unter dem alten Bund, nach dem Gesetz Mose auch nicht, aber Kain war ungefähr 4000 vor Christus. Das Gesetz Mose wurde 2500 Jahre später gegeben, 1500 vor Christus. Und das war hier, zur Hauptschwester, 500 Jahre vor Mose. Also Sarah, die ist von der Rasse von Sem, der zweitälteste Sohn von Noach. Und die Hagar ist aus Ägypten. Es ist ein Ägyptische. Und Ägypten, nach Psalm 105 und Psalm 106, ist das Land von Ham oder Cham. Und das ist der jüngste Sohn von Noach gewesen. Und Ham oder Cham, die hat einen Fluch über sich bekommen, dank Kanaan, aber indirekt ist das Ham geweest. Ham had zo'n zegen bekommen. Daarna had hij de nakkert zijn vaders ontdekt en had Noach hem vervloegd. Er zal een knecht zijn zijn broeder.
Ein Knecht von den Semiten, von den mongoloiden Rassen, die Asiaten heute. Und ein Knecht von Javed, die europäische oder die kaukasische Rassen. Das war sein Fluch. Und ihnen. Und Ham ging nach Ägypten und in Psalm 105 wird Ägypten auch das Land von Ham genannt. Schauen wir es mal nach kurz. Psalm, erst mal 105. Vers 23. Und Israel zog nach Ägypten und Jakob ward ein Fremdling im Lande Hams. Das ist klar, und ich glaube, es wird nochmals erwähnt in Psalm 106 irgendwo. Dacht ich, kann es falsch haben. Ich hoffe, es wäre nur Psalm 105 gewesen. Das Land von Ham. Und Ham ist also ein Knecht aller Knechte. Und du weißt vielleicht, dass Israel wurde aus Ägypten gerufen und da war eine umgekehrte Reihenfolge. Ägypten, also Israel, Nachkommen von Abraham, Isaac, Jakob, Sem, sind Sklaven von diejenigen, die eigentlich die Israeliten dienen sollen, de Ägypter. Umgekehrte Welt. Und das ist auch ein Typ, von wie es sein soll, kurz vor das zweite Kommen Jesus Christus, das sind wir mehr und mehr in Europa, Ham fängt an, Europa zu erobern. Weil die meisten Muslime sind Araber. Und das sind Nachkommen von Ham. Oder Moslem, oder Araber sind eigentlich Nachkommen von ihm, Ismael. Mohammed sagt, ich bin der 70. von Ismael, das ist dann Mahomet oder Mohammed. Araber sind Hamid. Und die sind diejenigen, die heute sagen, wir wollen die Welt erobern, wollen über England regieren, Amerika regieren, Europa übernehmen durch Bevölkerungswachstum. Und ihre Absicht ist ganz klar, dass sie ein Scharia-Gesetz einführen möchten, auch in der Schweiz, in Westeuropa, Amerika. Das heißt, der Koran soll über die weltlichen Gesetze von einem Land, das ist in der Schweiz, Westeuropa, gestellt werden. Und das heißt eigentlich, dass ein Buch aus Afrika oder aus Arabien, aus hamidisches Gebiet, herrscht über die Gesetze in Europa und Asien. Das ist umgekehrte Welt. So soll es sein bei zweiten Kommen Jesu Christi, dann haben wir ein Chaos, eine Unordnung in der Offenbarung, in der Trübsalzeit, und dann soll der letzte Papst von hamidisches Blut haben und dann an der Stelle von Jesus Christus auf dem Stuhl Davids regieren in Jerusalem. Nou, die kennst die Geschichte Sem, ja, da ist die Segen über, das ist Noah, sagt in 1. Mose 9, gesegnet sei der Gott von Sem. Ja, wir wissen auch, dass aus die mongoloïdische, semitische rassen, daar komen alle grote religionen her. Judaïsmus, Christentum, Hindoeïsmus, Boeddhismus enzovoort. En indirect een hinweis op dat God die Semiten, een van de drie rassen, heeft gebruikt om zijn boek te schrijven. Voor alle schrijven van 1 Mose 1:1 bis Offenbarung 22 zijn Semiten. Dat heißt, God is een racist. Kein einziger Mann aus Ham, die negroide Rasse, hat etwas hier geschrieben. Kein einziger Mann aus die europäische Rasse hat ein Buchstabe in diesem Buch geschrieben. Schon übersetzt später, das ist eine andere Sache. Aber ursprünglich hat es nur Semiten und von den mongoloiden Rasse, die Asiaten, nur ein Volk, nur die Juden. Kein einziger Araber oder Pakistani oder Iranese oder India, Japaner, Chinees. Meer dan genoeg Chinezen hebben we hier. Dan zeg ik, nee, dit doen we niet. We doen einfach de Juden. Dan zei ze, we komen niet nog aan een racist in deze inzicht. Je discrimineert ook nog schrecklich. Wist u dat? Onderneben, schrecklich of schrecklich, nog het schlimmste, er is niet emancipiert.
Nou, die vrouw had kein einziges Buch geschrieben. Ja, da war Esther und Ruth, aber die wurde nicht von Esther und Ruth selbst geschrieben. Von Samuel geschrieben oder von Josef geschrieben, aber nicht von die Frau. Also das sind Dinge, die natürlich vollkommen politisch inkorrekt sind. Das heißt nicht, dass Frauen nicht wichtig sind für Gott, sterker noch. Wenn ihr Frauen was weisheit hat, dann weist ihr, ich lebe gerne in de Schweiz, sagt ihr. Sterker noch, die Mädchen, die aus Südamerika kommen und Asien kommen, wenn sie einmal hier sind, wollen sie gerne zurück? Nein, weißt du warum nicht? Want hier hat man die Folge von diesem schrecklichen, rassistische, diskriminierende, vrouwenonderdrukkende Buch. Was sind die Folge gewesen? Es gibt kein Ort in der Welt, wo die Frauen es so gut haben als hier in Westeuropa. Amen? Amen? Ja, ihr seid nicht rundum gewesen, oder? Ja, einige von euch schon. Geht nach Südamerika. Brasilien, haben sie es besser als hier? Dachte nicht. Asien vielleicht. Auch China. Eine Frau, ein Kind, und dann zwingendermaßen sterilisiert werden, glaube ich, da in China. Nichts, nirgendwo. Dieses Buch ist besser für Frauen als jedes Buch in der Welt. Aber das Fremde ist, keine Frau ist daran beteiligt gewesen. Siehst du? Das ist immer schwer zu sehen, aber ich bin überzeugt, dass... na gut, dann kann ich zum Punkt zurück hier. Sarah kann kein Kind bekommen. Sie ist 90 Jahre alt, kein Kind. Na, 90 Jahre alt, hast kein Kind bekommen, dann kannst du ruhig sagen, ich habe alle Hoffnung verloren. Gott sagt, nein, du bekommst ein Kind und... Wenn ich zurückkomme, in Form eines Engels, erscheint der Herr, dann hast du ein Kind. Und sie lacht. Und inderdaad, 90 Jahre alt, Abraham ist glaube ich 99 Jahre alt, sie haben ein Kind bekommen. Kinderverheißung. Das ist eine von sieben Frauen im Alten Testament, die eigentlich unfruchtbar sind, noch kein Kind bekommen können und doch ein Kind bekommen. Sarah ist eine, Rebecca ist eine, Rahel ist eine. Dan hebben we die moeder van Samson, Manoas vrouw is eine. Die hebben moeder van Samuel, Hanna is eine. Dan hebben we Elisabeth, dan is de Täufer zijn moeder. Goed, dan hebben we Maria, Siebe, zit daar. En dat kind is Isaac. En het probleem was dat. Abraham in zijn ongeloof gezegd had, ja, weißt du was, ik brauche toch maar een kind te hebben. En dan zegt Sarah, weißt du was, geh zu meiner Slavin, Rein Hagar. Hagar komt uit Egypte, en dat is waar, weil men zijn teuren gegeven had, is Abraham naar Egypte geflogen. Dat is ook ongeloof, want hij sollte einfach blijven in dat verheißene stuk land, Canaan, maar hij ging naar Egypte. Ähnlich was zum Beispiel Naomi getan had, die Schwiegermutter van Ruth. Teuerung, ging weg, kam zurück, Mann weg, beide Söhne weg. Lektion, wenn es schlecht geht, geh nicht weg vom Ort, wo Gott dich gesegnet hat. Geh nicht weg von Gottes Wort oder einer bibelgläubigen Gemeinde. Das ist nur Ärger. Abraham geht nach Ägypten. Und was passiert da? Er kommt lebendig zurück. Ihr verliert keine Kinder, wie Naomi, Mann und beide Söhne verloren hat. Aber ihr nehmt ein schönes, schwarzes Mädchen. Was schwarz ist schön. Wirklich beautiful, nicht wahr? Heute. Das ist ein schönes, junges Ding, ja. Seine Frau ist da schon was älter. Und ja, da muss man ein etwas Jüngeres haben, daneben. Und das ist ein Fluch, bis aufs heute. Du sagst, aber das ist doch klar, das war früher. Dürft ein Mann doch mehr Frau haben? Ja, das stimmt. Das war in der Zeit nicht verboten. Aber du sagst, du musst schauen, hat Gott das ein Segen gegeben? Nein. Weil am Moment, dass er hört auf seine Frau, Sarah, hey, kommt zu meiner Sklavin rein, das tut ihr, da kommt Ismael. Nou, sein Nachfolger sind die Araber. Die Segen von Ismael hat auch ein Segen bekommen, ist ein wilder Mann. Stellt sich in jeder. Die Araber sind wilde Typen. Die sind nicht zu beherrschen. Ze hebben nur Einheit, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben. Door de Christen. Dan kunnen sie zusammenkommen. Aber anders schlagen sie einander vollkommen ab. Und im Moment, dass dann Gott seine Verheißung treu bleibt, und Abraham hat einfach warten müssen, aber konnte nicht warten. Das bekam nicht. Gott sagt etwas, und du sagst, ja Gott, ich denke, du hast schon recht. Aber ich denke,
Toen regelde dat schon mal kurz vor dem Herrn. Wie Adam auch dachte, das zu tun. Und hat auch seine Frau erfasst in dieser Hinsicht. Dann kommt Isaac. Und wenn Isaac geboren wird, ist er direkt zank zwischen diesen beiden. Und die Nachkommen, Isaac, Jakob, Israeliten, und die Ismaeliten und die Araber, nou, die können anders Blut trinken. Ist ein Segen gewesen, zwei Frauen? Nein, nicht gerade. Nicht bestimmt. Das ist eigentlich auch Fluch gegangen. Die ist nach dem Fleisch geboren, Ismael, und ihr nach der Verheißung geboren. Das ist warten. Warten auf Gottes Verheißung warten. Das ist eine Lektion für dich auch. Wenn Gott etwas verspricht, tut er es schon auf seine Zeit. Und damit verbunden, Israel ist verbunden mit dem Berg Zion, aber nicht der Berg Zion in Jerusalem, jüdische, aber Berg Zion im Himmel. Ich schaue das an Hebräer 12. Und das ist verbunden mit dem Berg Sinai, wo Gott das Gesetz gegeben hat, in Midian, in Arabien. Das ist der Berg Zion im Himmel. Neu in Jerusalem. Vergleich das bitte mit Hebräer Kapitel 12, Vers 22. Sondern ihr seid kommen zu den Bergen Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge 4000 Engel. Also es gibt ein himmlisches Jerusalem, ein Berg Zion, die im dritten Himmel ist. Also was auf Erde ist, in Jerusalem, ist ein Bild von was geistlich im Himmel ist, Berg Zion im Himmel. Das ist der Berg, wo Luzifer als Cherub einmal die überdeckende, ausgebreite Cherub war. Und sein wollte wie Gott und von dem Berg abgeschmissen wurde. Das ist die Imitation davon, ist die Olympus. Der Berg in Norden Griechenlands, wo die griechische Götter gewohnt haben, sagte man. Und der Hauptgott war Zeus. Zeus ist das Latinische für Jupiter. Jupiter ist nicht anders als Lucifer. Und er war der Hauptgott, und da waren andere Götter da. Das sind nach der Bibel 1. Mose 6 die Kinder Gottes, die gefallen sind. Und die haben dann die Gemeinschaft gesucht mit den Töchtern der Menschen. Daraus kamen die Tyrannen vor, und das war der Grund, warum Gott die ganze Erde mit Wasser in der Zeit von Noah zerstört hat. Und diese gefallenen Kinder Gottes, die heißen dann in der griechischen Mythologie Achilles oder dat zijn die halfgutter dan, Herakles. Want die hebben een moeder van de mensen. En je vader is dan een zogenaamd gutse. Also een god. Een kind god. Nou, dat is die gegenstelling. Neue Jerusalem. Himmel. Offenbar 21. Waar we die eeuwigheid verbrengen. En dat irdische Jerusalem. Wil je me de tour vielleicht afdoen? Das jüdische Jerusalem auf Erde. Na, wenn du sagst, ist das so schlimm, jüdische Jerusalem, dann muss man fragen, wir haben einen Bruder, einen holländischen Bruder, die da in Zürich wohnt, mit einer Schweizerin verheiratet ist, die geht offen nach Israel, um zu predigen. Die haben dann in der Nähe von Jerusalem letztes Mal seine Kehle versucht, dicht zu stellen und zu erwürgen, weil dieser junge Mann hat gepredigt, Christus ist ihm gekreuzigt, und die orthodoxe Juden haben ihn direkt versucht zu erwürgen, zijn namen al in de Zeitungen van de orthodoxe Juden über die ganze Israel gesteld, als Warnung, deze man is een Gefahr, een Ketzer, en zal das Land als een land verwiesen werden. De Hass auf Jesus von Nazareth is nog immer so groß heute als damals, wenn sie ihn persönlich gekreuzigt haben. Jüdische Jerusalem sagt, Offenbarung is in de nahe Zukunft wie Ägypten und Sodom, wo unseren Herrn gekreuzigt ist, Offenbarung 11. So ist heute geistig Jerusalem auf Erde. Eine sehr schmutzige Stadt. Wenn Bruder Lennart Vogel mal hier vorbeikommt, dann musst du mal fragen. Du hast einen Eindruck geistig von Jerusalem. Ja, Jerusalem ist eine sehr geistig verschmutzte Stadt. Na, diese Linie hat ein Kind nach der Verheißung geboren. Er war ein Kind der Verheißung. Du bist ein Kind der Verheißung. Du hast kein Recht auf ein neues Jerusalem, Amen, nach dem Mensch gesprochen. Du bist ein Schmutzbar-Motor. Doch erlaubt Gott, dahin zu kommen, weil du hast eine Verheißung und es 1,12 akzeptiert, wie viel ihm aber aufnahm, das ist Jesus Christus, der hat der Macht gegeben, Gottes Kinder zu dir, seinen Namen glauben.
Neue Testament, neuer Bund, Gnade. Gottes Reichtum aufgrund von Christi Kosten. Das ist Gnade. Diese Gruppe, Altes Testament, das sind Menschen nach dem Fleisch geboren, Kinder der Knechtschaft, sie unter dem Gesetz. Na, sagst du dann, das sind sicher die Araber. Nein, weißt du, das sind heute die Juden. Das sind die Kinder nach dem Fleisch gesprochen, Abrahams Samen. Die rühmen sich in, ja, wir haben die Gesetze, wir sind Abraham Samen, wir haben die Verheißung ausgewählt vor Gottes. Und sie gehen in die Hölle, linea recta, weil sie akzeptieren und verweigern nicht, dass sie glauben nicht, dass Jesus von Nazareth Gottes Sohn ist, der Christus ist. Sie sind in Knechtschaft, in Sklavenheit. Und sie denken, das sind sie nicht. Na gut, das ist ein kurzer Parallel von diesem Kapitel. Und nochmals, du bist nur hier reingekommen, durch Glaube allein an einen Person Jesus Christus. Dann gehörst du hier. Und das ist, was Gott sagt, Gnade. Also, du als Gläubig bist freigesetzt vom Gesetz. Wir haben, ich gehe zurück zu Galater Kapitel 5, Vers 1. So besteht nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Also geh nicht zurück unter dem Gesetz. Geh nicht zurück, um das und das und das zu tun und zu halten. Sieben Tage Art von Testen. Ich muss den Sabbat halten. Ich muss jüdische Feiertage. Das ist alles Blödsinn. Das brauchst du nicht mehr zu tun. Du brauchst nicht zu denken, ich brauche Gott zu hören, wie ihr mit Rauch und Feuer nach unten kam auf den Berge Sinai. So offenbart Gott sich nicht mehr heute. Und offenbart Gott sich dann. Morgen früh, wenn er sein Wort öffnet, begegnest du ihm direkt in seinem Wort. In eine leise, stille Stimme. Fenster sind immer geöffnet für eine Jude. Er muss nämlich beten. Wir können immer nach Neues Jerusalem beten, was oben ist. Wir sollen das suchen, was droben ist. Das sind unsere Gefühle, unsere Interessen, sind nicht die Dinge, die auf Erde sind. Und wir sind nun Knechten von Jesus Christus geworden. Als freie Wille möchten wir ihm dienen. Wir sind nicht mehr ein Knecht des oder ein Sklave des Gesetzes. Unser Vater ist Abraham, haben wir gesehen, nach Galater 3, Vers 29. Ihr aber kriegt Christi Abrahams Samen nach der Verheißung Erbe. Und Abraham ist ein Typus, ein Bild von Gott, der Vater. Unser Bruder ist Isaac, ein Kind der Verheißung, ein Type von Jesus Christus. Und unsere Aufgabe ist, um im Geist zu wandeln. Dass ein Heiliger Geist uns führen kann, und dass wir tot sind an der Lust und Begierde vom Fleisch. Dass er einfach sagt, ich kann dich einfach führen, wie du möchtest, ja, zu grünen Aue, mal so zu sagen. Und unseren adoptierten Bruder ist Ismael, also Halbbruder besser gesagt, ein Bild von Juden unter dem Gesetz. Und die Juden unter dem Gesetz, obwohl sie das alte Buch auch haben wie wir, Alten Testament, sind gebunden unter Kette der Sünde. Das irdische Jerusalem ist gebunden unter Sünde, ist in der nahen Zukunft Sodom und Ägypten, wo Christus gekreuzigt ist. Und es wird nur frei werden, wenn er zurückkommt und hier Jerusalem freistellt. In April kommt der niederländische Pastor vorbei, er ist Präsident von Christen für Israel. Ich möchte gerne hier sprechen, ich habe ihn eingeladen, ich kann vorbeikommen, zu dem Kollektor auf den Reiskurs und so weiter. Und ist sowieso in der Schweiz. Und ich habe gesagt, das Thema, worüber du sprechen solltest, ist Jerusalem. Wer gehört Jerusalem? Na, Jerusalem ist eigentlich ungefähr die Hauptstadt von Israel. Das Verweigen der UNO und der Europäischen Union zu erlauben, weil es muss in der nahen Zukunft eine Stadt sein, wo er herrschen soll, Antichrist, anstelle von Jesus Christus. Und Jerusalem gehört ganz klar Israel. Nun,
Das Problem heute mit die Juden ist ganz praktisch. Wir sind Bibelgläubigen und das heißt, dass wir uns stellen gegen eine Kirche, die römische Kirche, die als erste im Mittelalter schon gezwungen hat, Juden mit einem gelben Stern rundum laufen zu lassen und Ghettos organisiert haben, das war die Kirche Roms im Mittelalter in Venedig, die Juden eigentlich zu diskriminieren und sich selbst über das jüdische Volk zu stellen. In 1960er Jahren haben die Päpste gesagt, nein, Israel hat kein einzige Schuld an der Tod von Jesus Christus. Und dann sagt Pius XII, Hitlers Freund im Zweiten Weltkrieg, dass Palästina offiziell die Araber gehört. Das ist die Idee, die leider heute normal ist. Das gehört die Araber. Und viele, also was wir eigentlich tun müssen, wir müssen das, was Rom sagt, ablehnen. Das ist unbiblisch. Aber das Problem ist auch, dass diejenigen, die von Natur unsere Feinde sind, orthodoxe Juden, Knechte unter dem alten Bund, unter dem Gesetz, nicht wissen von der Verheißung, der Stamm von Christus, aber nur das zumindest ein Ketzerbuch für einen orthodoxen Juden, darf es auch nicht lesen. Wenn er es tut, dann kann er getötet werden, wie ein Moslem. Wir sind gezwungen, Bibelgläubigen, wenn es kommt zu politischen Sachen, zu ihm gehört das Land, de Seite zu nehmen von dieser Christus-hassende Gruppe. Das Land gehört nicht die Araber. Jerusalem gehört nicht die Araber. Das gehört den Juden, samen anders. Aber sie hassen Jesus Christus. Und doch sollen wir dann ihre Seite nehmen, wenn es kommt zu, wem gehört das Stück Land und wem gehört diese Stadt, Jerusalem. Also viele Christen heute in der Schweiz sagen, ja, wir sind errettet durch Glauben an Jesus Christus. Das können wahrscheinlich Zehntausende sein, vielleicht mehr. Aber viele sind nicht bibelgläubig. Die stellen sich unbewusst wieder unter eine Art von Gesetz. Oder die sagen, wir lehnen ab, dass man in Trübsalzeit errettet wird durch Glauben und Werken des Gesetzes. Wir lehnen ab, dass einmal der Teufel auch zurückkommt, um buchstäblich als Mensch zu herrschen. Wir lehnen ab die Idee von Integration. Wir lehnen ab die Autorität von diesem absoluten Bibel. Wir lehnen ab Perversität der Wissenschaftler, die im Namen von Wissenschaft dieses Buchs untergraben. Die meisten Christen lehnen ab, dass die Kirche Roms, die Hure Babylons ist, aus Offenbarung 17. Die meisten Christen lehnen ab, dass die neue Bibel korrumpiert sind. Obwohl du es einfach belegen kannst. Das heißt, in den letzten Tagen als Bibelgläubiger stehst du relativ allein. Und die meisten Leute heute hebben geen interesse aan waarheid. Het is niet meer was is waarheid. Es ist, was ist bequem. Das ist wichtig. Und nochmals, Christ zu werden heute ist nicht so ein Problem. Es gibt genügend Gemeinden. Aber als Bibelgläubige, ohne alle kleinen Details, will ich gesetzlich zuvor, aber einfach als Bibelgläubige zu glauben an die großen Dinge, die ich gerade erwähnt habe, ist für die meisten zu viel gefragt. Das ist zu viel. Die Preise will man nicht zahlen. Maar dat is ganz kurz zusammengefasst, die Parallele in Galater Kapitel 4, dann in Galater Kapitel 5, dann gibt er eigentlich einen Auftrag, um in Freiheit zu stehen als Christ. So besteht nun in der Freiheit, damit uns Christus befreit hat, lasst euch nicht wiederum in das christliche Joch fangen. Sieh ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasset, so ist euch Christus kein Nutze. Ich zeuge aber mal einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er noch das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefangen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben die Gerechtigkeit,
die man hoffen muss. Denn in Christus Jesu gilt weder Beschneidung noch voorhoudend was, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und hier haben wir ein einfaches Punkt, aber es sollst du gut unterscheiden, dass ihr in Vers 3 und Vers 4 und dass wir in Vers 5. Die wir bezieht sich auf den Christen, Paulus und diejenigen, die unter den Galater Christen sind. Das ihr bezieht sich auf Galater, die das Evangelium gehört haben, aber sich an das Gesetz festhalten mögen, um sich selbst vor Gott zu rechtfertigen. Und das ist diejenigen, die dann das tun, die werden wiederum in diesem kirchlichen Joch gefangen. Und Paulus sagt dann, wo ihr euch beschneiden lasst, also ihr Ungläubige Galater, noch nicht von neuem geboren, lasst euch beschneiden, ist euch Christus kein Nütze. Das ist immer hier so eine unerlöste Person. Wie in Vers 4. Ihr habt Christus verloren. Sie waren daran na, aber sie haben ihn verloren, weil sie vertrauen, ihrem Gesetz zu halten und nicht mehr einfach zu glauben, an was Christus für sie am Kreuz getan hat. Ich sage aber mal einem jeden, der sich beschneiden lasset, sagt er zweimal, dass er noch das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Also das ist, wenn ein Mann sich beschneiden lässt, um sich vor Gott so zu rechtfertigen, ist er verloren. Und deswegen sagt man in Vers 4, ihr habt Christum verloren, aber ihr, hier ein Hinweis zu Christen, die Christen sind in Vers 5. Wir waren im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, die man hoffen macht. Die ihr ist die ungläubige Gruppe Galater, die sich äußerlich beschneiden lässt, auf dass sie sich darauf verlassen können und nicht auf was Christus einmal am Kreuz für sie getan hat. Und das ist nogmaals die Idee von Arminius und Wesley, die diese Stelle gebrauchen, um zu bewijzen, ein Kind Gottes, von neuem geboren, kann seine Rettung verlieren und in die Hölle kommen, nachdem er Teil geworden ist von Jesus Christus, nach 1. Korinther 12, Vers 13. Und nogmaals, das ist nicht möglich, weil es ist ein Hinweis zu den Ungläubigen, Vers 5. Wir, Paulus und die Christen, die sind im Geist durch den Glauben gerechtfertigt. Dat is een groot onderscheid. En nogmaals, dat hier en dat wir, die zijn twee einfache woorden, maar die erklären dat ganze probleem, wat oft hier gemacht wird. En nogmaals, het is durch den Obewachten im Geist, het is durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus Christus, der Gerechtigkeit, die man hoffen muss. Dat is een Hinweis zu der Person von Jesus Christus. Und er sagt deswegen in Vers 6, denn in Christus Jesu gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern nicht etwas Körperliches, sondern die Glaube, die durch die Liebe tätig ist. Also für Gott, wie die Mörder am Kreuz, ist wichtig, anerkennen, dass du ein Sünder bist, und mit dem Herzen glauben, dass Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, mit dem Munde bekennen, und so kann ein Mensch gerecht werden, und dann kommt die Liebe durch den Geist in einem Menschenherzen, waardoor ein Mensch in der Tat Gott lieben kann und sein Nächste lieben kann wie sich selbst. Das, was ein Mensch von Natur unter dem alten Bund niemals tun könnte. Na, das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst, dass der äußerliche Zustand ist nicht wirklich wichtig für deine Rettung. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin beschnitten, ich habe vielleicht jüdisches Blut oder ich habe eine Art von Gesetzlichkeit, die du nicht hast, deswegen habe ich eine bessere Chance, bei Gott gerecht zu werden. Stärker noch, der Herr ignoriert vollkommen diese äußerlichen Dinge und schaut nur auf dein Herz. Eine Frucht des Geistes ist Liebe.
Und wenn du dich selbst versuchst zu schneiden und so weiter, soll dich überhaupt kein Gewinn bringen. Noch kann es dich rechtfertigen, geistig gesprochen, als Ungläubige vor einem heiligen Gott. Es ist nur pur Fleisch. Das ist heute in Europa nicht mehr so relevant. Aber wenn du schaust nach Indien, nach Pakistan, dann siehst du allerlei heilige Männer, buddhistische Mönche, Hindi-Fakirs, pakistanische Imams, iranische Imams, die sich schlagen, beschneiden, katholische Priester, die nicht verheiratet sind und sich auch schlagen, peitschen mit allerlei Martyrwerkzeug, um durch ihr Fleischesleiden, denken sie, ihre Sünde abzubußen, um so Gott gefällig zu sein. Und es ist eine Lüge. Es ist ein Geist der Religiosität. Nun, im Allgemeinen kann ich sagen, damit haben wir nicht so ein Problem, glaube ich, für uns in der Gemeinde. Aber du musst da doch vor aufpassen. Das ist einmal eine Sache, dass man zu viel, also extrem wird und in Dinge zu viel durchzieht. Und nochmals, ich denke, wenn man normal arbeitet, das Wort Gottes nimmt und nicht durch Tradition, durch Bilder von Tradition das Wort anschaut, dann ist die Chance nicht so groß, dass du irgendwo in einer Art von Gesetzlichkeit fällt. Ist sowieso von neuem geboren durch Glaube, alleine ohne des Gesetzes. Aber dann muss man auch ab und zu in Rode gehen, 20 Kilometer weiter hier, und dort mit Leuten reden. Dus je bent erstaunt dat veel mensen dan zeggen, ja, ik moet dat en dat doen, ik moet in die kerk komen. En als ik dat niet doe, dan gehör ik niet meer daartoe. Als ik dan dat doe wat zündig is, veel brengen zich om. Of zien einfach weg als appelsinero. Er is een zeer grote traditionele geest verbonden met deze gesetzlichkeit, äußerliche gesetzlichkeit. Und Leute, die darin aufgewachsen sind, die brauchen oft Jahre, um davon wegzukommen. Na, ich denke, die meisten haben kein Problem mit dieser Sache. Das ist gut. Aber wenn du Leute triffst, die damit ein Problem haben, ist gut, um Galater zu lesen. Nicht selbstgerechtliche religiöse, äußerliche Religiosität ist wichtig, aber das Herz, gerade durch Glaube an Christus, das macht einen Mensch frei durch den Geist. Und der Geist des Herrn ist, da ist frei. Gott gibt schon bestimmte Richtlinien, das ist klar. Er muss, ein bestimmtes äußerliches Zeugnis muss man versuchen zu behalten. Aber du musst in die Freiheit stehen bleiben in Christus. Und das ist genau das, was der Feind versucht wegzunehmen. Und wenn die Freiheit weg ist, wird deine Freude auch weggenommen. Und dann geht die innerliche Friede auch weg. Und dann ist man relativ, wie viele Christen, sehr traurig. Man hat seine Kraft, seine erste Liebe verloren. Und der Feind kann die Seele nicht nehmen, den Heiligen Geist nicht nehmen, aber ich kann die erste Liebe und die Freude versuchen wegzuhaben. Und darin muss man, denke ich, in diesem Fall für uns am meisten aufpassen. Ich bitte nach 9, lassen wir hier aufhören. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Wir danken, dass wir freigesetzt sind in den Herrn Jesus Christus und dass du am Kreuz Golgatha nicht nur die Strafe der Sünde auf dich genommen hast für unsere Sündenschuld an Jesus, aber auch, dass du uns einen Heiligen Geist gegeben hast, der uns in aller Wahrheit führt und auch freigesetzt hat von der Macht der Sünde, bitten wir segne jeder, um in diese Freiheit weiterzuziehen und hilfe jeder, den Herrn Jesus Christus nachzufolgen, mit Freude, um die erste Liebe zu bewahren. Wir beten das in seinem Namen alleine. Amen.